diese neue Verteilungsquote zu beschließen, die dann nicht erfüllt wird. Von den 166.000 Flüchtlingen, die man verteilen wollte, sind inzwischen, glaube ich, 400 oder 600 verteilt worden. Das sind Wochen hingegangen. Ja, damit wird man es nicht hinbekommen. Da muss man sich im Zweifel überlegen, wie ist es, wenn Länder nicht Flüchtlinge nehmen, obwohl es vereinbart wurde, wie weit sie dann finanzielle Leistungen zu erbringen haben, damit andere dann den Aufgaben gerecht werden können. Also muss man über viele Dinge reden, aber man muss es permanent tun und jetzt abzuwarten nach dem Motto, mal schauen, ob die sich besinnen, das werden sie nicht. In diesen Ländern hat man sich klar positioniert. Glaube ich, muss man auch mit dieser Form, mit Vorschlägen kommen.